Dann darf ich alle begrüßen ganz herzlich zur letzten Session heute unseres Online-Kongresses zum Thema innere Medizin, mehr oder weniger weitgehend. Und jetzt sprechen wir über das Thema Arbeiten als Palliativmediziner. Und wir haben aus der Praxis Dr. Matthias Gockel dafür eingeladen, der ein bisschen was aus seinem Arbeitsalltag berichten wird. Ich stelle mich ganz, ganz kurz nochmal selber vor, weil ich das heute auch schon zweimal gemacht habe und vielleicht sind ja manche Leute auch da schon dabei gewesen. Ich bin Stefanie Hanke, ich bin Online-Redakteurin und arbeite seit 5 Jahren jetzt inzwischen schon wieder beim Deutschen Ärzteverlag und habe da hauptsächlich die Produkte operationkarriere.de und ärztestellen.de unter meiner Obhut. Und weil ich vorher beim Radio war, darf ich immer diese Moderationsdinge online machen. Und ich muss auch ehrlich sagen, das macht mir immer wieder Spaß eigentlich. Deswegen ist das auch gut so, wie das ist. Das habt ihr auch schon gesehen in den anderen Sessions. Auch die hier zeichnen wir wieder auf. Das heißt, auch hier wird es morgen oder spätestens Anfang nächster Woche das Video auf YouTube geben. Wer für alle, die sich das nochmal anschauen möchten oder jemanden kennen, der es gerne gesehen hätte und heute jetzt leider keine Zeit hatte, das ist kein Problem. Das bieten wir dann an und wir freuen uns natürlich auch über alle, die das dann teilen und weiterreichen. Auch hier haben wir wieder einen Feedback-Fragebogen vorbereitet, den wir euch am Ende in den Chat stellen. Da freuen wir uns natürlich über euer Feedback. Wie hat euch das gefallen? Was haben wir gut gemacht? Was könnten wir beim nächsten Mal besser und anders machen? Und über was für Themen wollt ihr auch mal so ein Format hören? Was interessiert euch da besonders? Schreibt uns das, das interessiert uns sehr. Und da können wir dann auch sehr, sehr gerne drauf eingehen. Das Konzept Chat und Fragen erkläre ich auch noch mal ganz kurz. Ihr seht da rechts 2 Reiter neben den Teilnehmenden, einmal Fragen und einmal Chat. Und wir haben uns das so gedacht, dass wir unter Fragen tatsächlich inhaltliche Fragen an Herrn Dr. Gockel sammeln. Also wenn euch Fragen einfallen zum Thema, gerne in die Fragensektion stellen. Und man hat auch die Möglichkeit, mit diesem Daumen hoch Fragen hoch zu voten. Also wenn da Fragen schon drinnen stehen, an denen ihr euch für die ihr euch auch interessiert, dann gebt gerne da einen Daumen hoch und dann wandern die nach oben und wir sehen das und können die bevorzugt beantworten. Und in den Chat könnt ihr alles andere reinschreiben. Also, und wenn es liebe Grüße sind, aber auch wenn ihr technische Schwierigkeiten habt, wenn irgendwas mit dem Ton ist, wenn irgendwas ist, von dem ihr möchtet, dass wir das erfahren, schreibt das da sehr, sehr gerne rein. So, und dann darf ich euch Dr. Matthias Gockel vorstellen. Er ist Internist und leitender Oberarzt für Palliativmedizin am Vivantes Klinikum Berlin-Friedrichshain. Und er hat unter anderem auch Bücher zum Thema geschrieben. Ich habe ein sehr, sehr gutes Buch von ihm gelesen, das auch ganz plakativ den Titel Sterben trägt und wo viele Dinge aufgegriffen werden, über die wir heute auch unter anderem sprechen möchten. Und ich habe auch Dr. Gockel um ein kleines Zitat gebeten, um das einzuleiten. Und er hat gesagt, durch meine Arbeit sterben 95% der Patienten besser und weniger leidend. Und das gibt mir eine gewisse Befriedigung und Sinn in meinem Tun. Hallo, Herr Dr. Gockel, schön, dass Sie bei uns sind. Ja, schönen Dank für die Einladung. Und über das Thema Motivation haben wir ja in diesem Zitat schon ein bisschen was gehört. Das ist ja nun für viele Ärztinnen und Ärzte so, dass sie Menschen heilen wollen und dass das etwas ist, was ihnen Sinn und Motivation in ihrem Tun, in ihrem Arbeiten gibt. Bei Ihnen ist das anders. Erzählen Sie mal, was ist anders in der Palliativmedizin? Naja, die Palliativmedizin ist per Definition die Disziplin, die sich schwerpunktmäßig, wenn nicht ausschließlich, um schwerstkranke, sterbende Patienten, das heißt Menschen mit einer sehr kurzen Lebenserwartung, was immer kurz im Einzelfall bedeutet, definiert. Das heißt, die Annahme, dass durch mein Tun Leute geheilt werden oder noch Jahrzehnte des Lebens vor sich haben, die würde zwangsläufig zu Frustration führen. Das heißt, auf der anderen Seite ist es natürlich so, auch in, ich sag mal, kurativen Fächern, nehmen Sie die Viszeralchirurgie, onkologische Viszeralchirurgie, ist es ja nicht so, dass dort keine Patienten sterben. Wir haben ja immer Mortalitätsquoten. Ich habe mich mal mit einem chirurgischen Kollegen unterhalten, der genau die Frage stellte, ist das nicht furchtbar demotivierend und frustrierend, was du da tust? Ich sage, naja, siehe genau dieses Zitat, die Leute kommen zu mir und es geht ihnen dreckig. Und bei 95% kriege ich hin, dass es ihm weniger dreckig geht. Wie viele von deinen T3-Kolonkarzinomen hast du denn wirklich geheilt? Und dann wurde er sehr, sehr leise und meinte, ich glaube, ich habe den Punkt verstanden. Von daher, um Gottes Willen, niemand muss seine berufliche Befriedigung darin finden, schwerstkranke und Sterbende zu betreuen.
Auf der anderen Seite, wenn man so tut, als gäbe es die nicht in scheinbar kurativen Fächern, kann es halt passieren, dass man Patienten schlechter versorgt, als sie es verdient haben. Da kommen wir später mit Sicherheit auch noch drauf zurück, was das für andere kuratierende Fächer bedeutet. Wie können Sie denn konkret den schwerstkranken und sterbenden Menschen helfen? Was tun Sie für die? Naja, also ich würde nur sagen, der ganz zentrale Punkt, wobei der eigentlich nichts ist, was nur die Palliativmedizin machen sollte, ist halt eine vernünftige, meist pharmakologische, aber nicht nur pharmakologische Symptomkontrolle. Das heißt, eine suffiziente Schmerztherapie, suffiziente Behandlung von Dyspnoe, weil das subjektive Gefühl zu ersticken sicher einer der schlimmsten Zustände und Stressfaktoren ist, die man als Mensch haben kann. Behandlung von Übelkeit, Behandlung von Delir. Aber neben dieser Symptomkontrolle auch, würde ich sagen, den gesamten psychosozialen Bereich, sowohl, wobei das nicht primär ärztliche Aufgabe ist, aber als multiprofessionelles Team hat jeder einen Teil davon, den Menschen dabei helfen, mit der Tatsache, dass sie nur noch eine sehr begrenzte Zeit leben, so gut wie es geht umzugehen und natürlich auch uns um die Angehörigen, / zukünftigen Hinterbliebenen zu kümmern, die letztendlich ja mit der Art, wie ihr Angehöriger, wie ihr Liebster gestorben ist, auch unter Umständen noch Jahrzehnte weiterleben müssen. Da führen Sie sicher auch viele Gespräche, ne, mit den Angehörigen, auch mit den Betroffenen selbst. Wie sieht das aus? Was können Sie denen mit auf den Weg geben, was die Situation tatsächlich für alle erleichtert? Also ich glaube, ein riesengroßer Faktor ist einfach das, was an bedrohlichen körperlichen Symptomen da ist, schon im Zweifelsfall auch proaktiv frühzeitig anzusprechen. Weil es gibt erfahrungsgemäß kaum jemanden, der nicht irgendwo im erweiterten Familienkreis schon mal Erfahrung hat und sei es nur in Erzählungen. Damals ist Oma ganz jämmerlich am Krebs gestorben. Und diese Ängste kommen natürlich sofort hoch, wenn man selber von so einer Erkrankung betroffen ist. Und da einfach zu sagen, pass auf, die und die Möglichkeiten haben wir heute, das und das geht. Allein das ist schon ein riesiger Angstreduktionsfaktor, weshalb auch solche Gespräche gar nicht zu früh stattfinden können, wenn derjenige einen Bedarf dran hat. Der andere Bereich, also mehr sagen wir die psychosoziale Unterstützung, das hängt wirklich vom Einzelfall ab. Das kann sein, was ist eigentlich der Sinn des Lebens, warum ich, also sehr hadernd. Das kann auch sein, was soll ich denn mit meinen Kindern machen, was kann ich da denn, wie kann ich es denen denn in Anführungsstrichen leichter machen, was dann auch zum Beispiel dazu geführt hat, dass wir Gespräche darüber geführt haben, was man zum Beispiel für die zukünftigen Geburtstage an Briefen oder so den Kindern schon hinterlassen kann. Auf meiner letzten Station hatten wir eine unglaublich begnadete Kunsttherapeutin, die dann mit den Betroffenen zusammen Bilder für die Kinder gemalt hat, was ich sehr herzerwärmend fand. Also es gibt viele Möglichkeiten und die hängen dann wirklich vom Einzelfall ab. Das klingt, wenn Sie darüber sprechen, eigentlich gar nicht so, als wäre es eine traurige oder deprimierende Aufgabe. Würden Sie das so empfinden, dass es auch was durchaus Leichtes und Heiteres haben kann? Kann es auf jeden Fall. Ich weiß, eine Patientin hat mal gesagt, sie wäre schwer überrascht gewesen. Sie hätte ja nun doch einige Krankenhausstationen hinter sich und sie hätte noch nie eine Station gefunden, wo gleichzeitig so viel gelacht wie auch geweint wurde. Ich glaube, das gehört zusammen. Und nur weil ich... Also ich glaube, das ist eine Fehlannahme von uns Gesunden oder noch Gesunden, dass wir annehmen, dass jemand, der sterbend ist, nicht auch lachen kann. Und das zu fördern und zu unterstützen, ohne das natürlich aufzuzwingen, ist, glaube ich, auch kann ein riesiges Geschenk sein für beide Seiten. Ich glaube, das ist auch was, was wir ganz gut vielleicht rüberbringen können in dieser Session heute, weil auch viele in der Vorbereitung schon gesagt haben, oh, Palliativmedizin, ist das nicht furchtbar bedrückend? Und ich habe gleichzeitig die Vorgespräche mit Ihnen überhaupt nicht so empfunden. Also ne, das ist vielleicht auch so eine Aussage, dass man das mal mit unterbringen kann. Wie würden Sie Ihren Arbeitsalltag beschreiben? Was tun Sie auf der Palliativstation den ganzen Tag? Ja, man muss dazu sagen, ich habe ja, und das ist auch ein Teil der Palliativmedizin, sie hat ja viele, viele Facetten, wie andere Disziplinen auch. Das heißt, es gibt die Palliativstationen, es gibt die Palliativdienste inzwischen, und es gibt den ambulanten Bereich schwerpunktmäßig, die spezialisierte ambulante Palliativversorgung. Wenn wir jetzt die Station nehmen, ist sie im Prinzip ähnlich wie jede andere Station, auch was die strukturellen Abläufe angeht. Das heißt, als Internist komme ich morgens hin und mache mir erstmal einen Kaffee. Dann guckt man, was in der Nacht gewesen ist, kriegt eine Übergabe von der Pflege, wo muss ich mich direkt um irgendein potenzielles Problem kümmern.
Dann findet eine Visite meist am Vormittag statt, finden die Aufnahmen, die Neuaufnahmen statt und wie auch in vielen anderen Bereichen eine erschreckend große Menge an administrativen Kleinkram. Was vielleicht ein bisschen unterschiedlich ist, ist, dass die Visite in erster Linie am Morgen ist, einen Überblick zu kriegen und dann aber auch durchaus noch Probleme im weiteren Verlauf am Nachmittag nochmal anzugehen. Also zum Beispiel eben längere Gespräche über welches Thema auch immer oder Angehörige, die ganz bewusst als Teil der zu behandelnden Gruppe gesehen werden, die dann am Nachmittag noch kommen und wo eben gemeinsame Gespräche stattfinden, sei es organisatorisch, wie geht es weiter, geht es zu Hause oder brauchen wir doch eine andere Option, aber auch eben, was ich gesagt habe, die gesamte psychosoziale Bandbreite eben. Aber im strukturellen Tagesablauf würde ich sagen, unterscheidet es sich nicht grundsätzlich von anderen Stationen. Geht es bei Ihnen vielleicht geruhsamer zu manchmal oder ist das auch eine Fehlannahme? Ja und nein. Wir haben, das muss man ehrlicherweise sagen, wir haben innerhalb des Krankenhaussystems und auch des DRG-Systems im Vergleich zu anderen Disziplinen Mindestvorgaben, was Personaldecke angeht. Das heißt, wir haben einen besseren Pflegeschlüssel, an dem auch kein noch so BWL-orientierter Geschäftsführer dran vorbeikommt. Das Gleiche gilt in Maßen auch für die Ärzte. Ich glaube allerdings, dass das Ausmaß des Geruhsamen auch eine Menge damit zu tun hat, was der eigene Anspruch daran ist. Also ganz banal so Sachen, wenn ich zu einem Patienten ans Bett gehe, dann gucke ich, beziehungsweise wir haben es so organisiert, dann steht da irgendwo ein Stuhl im Zimmer und ich kann mir diesen Stuhl nehmen und kann mich neben den Patienten setzen. Gibt es Untersuchungen darüber, dass Patienten subjektiv das Gefühl haben, der Arzt war doppelt so lange bei ihm, allein dadurch, dass er gesessen hat. Ach was, okay. Von daher fühlen sich alle geruhsamer möglicherweise, ohne dass es tatsächlich ruhiger war. Allein die Tatsache, dass man in der Palliativmedizin sich immer fragt, was ist denn die Konsequenz und der Nutzen für den Patienten, sparen sie unglaublich viel Zeit. Also allein die Frage, warum ihn ins CT schicken, wenn sich daraus nichts ergibt, außer Wissen, das therapeutische Konsequenz hätte, habe ich schon wieder 10 Minuten für die Anmeldung, das Telefonieren mit der Radiologie gespart, die ich für was anderes benutzen kann. Also von daher, ja, ein bisschen geruhsamer ist es durch die Struktur und nein, der Großteil ist dann das, was man draus macht. Jetzt haben wir hier ja unseren Kongress speziell auf Berufseinsteiger und Studierende ausgerichtet. Was würden Sie sagen, muss ein junger Arzt, eine junge Ärztin mitbringen, wenn sie sich in diesen Bereich mal hineinschnuppern möchte oder vielleicht auch auf die Palliativmedizin spezialisieren würde? Also ich denke, zum Hereinschnuppern braucht man nichts außer Neugier. Wenn man das Gefühl hat, das könnte meins sein, macht es auf jeden Fall Sinn, vorher hineinzuschnuppern. Also ich bin letztendlich auch zufällig durch eine Formulatur kurz vor Studienende überhaupt auf die Palliativmedizin gekommen und bin davon einfach so begeistert gewesen, dass ich es jetzt seit 23 Jahren mache. Und ehrlicherweise weiß ich auch nicht, ob ich noch in der Humanmedizin wäre, wenn ich die Palliativmedizin nicht für mich entdeckt hätte. Gleichzeitig glaube ich, gibt es wenig Disziplinen, die es von einem verlangen, dass man sich sehr klar ist, was sein eigenes Verhältnis eigentlich zu Tod und Sterben ist, inklusive allen Ängsten, was die eigene Sterblichkeit angeht. Von daher macht es, glaube ich, immer Sinn, noch ein anderes Standbein zu haben. Also das deutsche System, das Sie im Prinzip die Palliativmedizin als Zusatzbezeichnung auf einen Facharzt obendrauf setzen können, ist unter dem Aspekt gar nicht schlecht. Weil so über diese 20, 23 Jahre jetzt habe ich immer wieder auch Kollegen erlebt, die zu unterschiedlichen Zeiten sagten, es ist ein klasse Fach, es ist total befriedigend, aber es ist jetzt auch zu viel mit Tod und Sterben. Gefühlt gibt es so ein paar Sollbruchstellen, einmal innerhalb der ersten Woche, dann ist es mit dem Rahmen von Hospitation leicht, dann gibt es so nach einem halben Jahr was, dann gibt es sowas nach 4, 5 Jahren und dann gibt es nochmal nach 10, 15 Jahren so Stellen, wo man das Gefühl hat, das war gut, ist wichtig, aber es tut mir nicht mehr gut. Und dann ist es immer hilfreich, wenn man eine zweite Option hat, die man auch stattdessen machen kann, ohne dass man letztendlich den Beruf aufgeben muss, weil das ist die beste Ausgangsbasis für Burnout, würde ich sagen. Haben Sie mal selbst damit gehadert und gedacht, Sie könnten lieber wieder einfach als Internist arbeiten? Das nicht. Allerdings, glaube ich, habe ich da einfach woher auch immer Voraussetzungen mitgebracht, die mich für die Palliativmedizin qualifizieren und die mich vermutlich zu einem grottenschlechten Notarzt machen würden.
Von daher ist es, glaube ich, auch die Kunst rauszukriegen, was kann ich und wo kann ich das gut einsetzen, nicht was will ich, weil das nicht zwingend immer das Gleiche ist. Es gab genug Momente, wo ich das Gefühl hatte, ich brauche einmal eine Auszeit. Ich habe auch während meiner Facharztweiterbildung durchaus die Zeiten, wo ich pflichtmäßig, was weiß ich, ein halbes Jahr in die Gastroenterologie musste, nicht nur als Beschränkung empfunden, sondern es war auch gut zu gucken und dann auch in diesem halben Jahr zu merken, ja, das war wichtig, mal was in Anführungsstrichen Kuratives zu tun, gleichzeitig dann aber nach dem halben Jahr auch zu merken, nee, das Herz schlägt schon für die Palliativmedizin. Das ist gut, dann sind Sie auch mit dem ganzen Herzen dabei und das ist für alle gut. Über das Thema, wie wird man das, haben wir jetzt schon gesprochen, es ist eine Zusatzbezeichnung. Wie würden Sie das Moment einschätzen? Noch. Ja, wird das Fach Palliativmedizin bzw. dieser ganze Bereich Tod und Sterben Ihrer Meinung nach in der Medizinerausbildung angemessen berücksichtigt oder sollte man da mehr tun? Er wird, sagen wir mal so, er wird besser berücksichtigt, als er das mal vor 20 Jahren wurde. Das ist keine Frage. Ich habe keine Ahnung, muss ich ehrlicherweise sagen, so über die letzten 5 Jahre, würde ich sagen, 5 bis 10 Jahre, wie es sich da entwickelt hat. Aus der Zeit davor kann ich sagen, wenn Kurse angeboten werden, ist das im Normalfall immer besser, als wenn keine Kurse angeboten werden. Wenn Kurse angeboten werden, heißt das aber nicht automatisch, dass es gute Kurse sind. Von daher. Und es ist, denke ich, immer noch bei weitem nicht ausreichend, weil faktisch gibt es ja eigentlich keine Patienten, am Patienten orientierende Disziplin, die nicht in irgendeinem Prozentsatz mit schwerstkranken Toten und Sterbenden zu tun hat. Bis vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, vielleicht mit Ausnahme der Augenheilkunde, aber seit ich mein erstes Palliativkonsil in einer Augenklinik hatte, wo halt dummerweise ein Patient mit einer Augenverletzung und Krebs gelandet war und der Krebs dann führend wurde, gilt selbst das nicht mehr so. Und da ändert sich zwar was in den letzten Jahren, aber es ist bis jetzt immer noch so gewesen, dass die Palliativmedizin tendenziell zu spät gerufen wurde. Das heißt also, der Normalfall war, es kommt ein Patient auf die Palliativstation mit Schmerzen, Dyspnoe, anderen Problemen. Wir kriegen den innerhalb von ein paar Tagen deutlich besser symptomkontrolliert. Und dann hört man die Aussage, warum habe ich euch eigentlich nicht schon vor 6 Wochen oder 3 Monaten kennengelernt? Da war es noch nicht so schlimm wie jetzt, aber da war es auf jeden Fall alles andere als gut. Das heißt, was wir eigentlich, glaube ich, nicht brauchen, ist, dass in jeder Klinik es 3, 4 Palliativmediziner gibt. Es sollte aber überall, wo Patienten behandelt werden, die auch schwer krank sein können, sollte es Menschen geben, die eine Basiskompetenz haben und wissen, was geht. Wer kann das und wo sitzt derjenige, der das kann und hat, und wo kriege ich die Telefonnummer her? Gerade wenn Sie sich den Bereich, und das ist ja nun wirklich ein gewaltig wachsender Bereich, wenn Sie sich den Bereich der Geriatrie angucken und wir werden immer mehr hochbetagt und damit automatisch auch gebrechlichere und schwerkranke Menschen haben, der ist im Moment noch komplett unterversorgt. Sie haben es eben schon angesprochen, im Grunde betrifft das Thema ja alle Kolleginnen und Kollegen mehr oder weniger und es kommt in Ihrem Arbeitsalltag vor. Und gleichzeitig schreiben Sie auch in Ihrem Buch Sterben, dass Sie sich da manchmal bei den Kolleginnen und Kollegen einen anderen Umgang mit dem Thema wünschen. Wie nehmen Sie das wahr? Wie ist das in den kurativen Fächern mit dem Umgang mit dem Thema Tod und Sterben und was wünschen Sie sich anders? Also wenn ich am Anfang gesagt habe, wenn man in die Palliativmedizin möchte, sollte man sich auf jeden Fall sehr klar Gedanken über seine eigenen Limitierungen, seine eigenen Gedankenmuster und sein eigenes Verhältnis zum Tod machen, dann gilt das letztendlich für alle Disziplinen. Und meine Wahrnehmung ist, und die ist völlig, dieses Phänomen ist völlig legitim, ich möchte retten und heilen. Es darf halt nicht anfangen, zu einem Selbstzweck für mich zu werden. Es muss etwas für den Patienten sein. Und was ich immer wieder wahrnehme, ist eben, dass, weil man etwas machen kann, es gemacht wird, damit man nicht möglicherweise etwas unterlassen hat, aber es für den Patienten eigentlich keinen Nutzen hatte. Ich bin teilweise auch von Kollegen gefragt worden, ja, du hast es ja gut, du kannst ja eine halbe Stunde mit einem Patienten reden, diese halbe Stunde haben wir nicht. Ich sage, das stimmt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn ihr zu dritt plus alle anderen Berufsgruppen 4 Stunden für eine nicht indizierte, sinnlose und mal Patienten nicht gewünschte Laparotomie im OP steht, könnt ihr mir nicht sagen, dass diese halbe Stunde nicht irgendwo auch aufzutreiben gewesen wäre, wenn es euch insgesamt kumulativ 14 Arbeitsstunden gespart hätte für etwas, was letztendlich im Nachhinein keinen Sinn gemacht hat. Also von daher,
Ich glaube, die zentrale Frage ist immer, welche Therapie ist für diesen Patienten jetzt die richtige? Dazu muss ich aber auch wissen, was möchte dieser Patient? Dazu muss ich mich auch trauen, Fragen zu stellen, die mir selber vielleicht mehr wehtun als dem Patienten. Also zum Beispiel die Frage, können Sie eigentlich noch? Leben Sie eigentlich noch gerne? Wovor haben Sie am meisten Angst? Und man kriegt eine unglaubliche Dankbarkeit für diese Fragen, wenn man sich einmal traut. Und dann eben zu entscheiden, ja, was ist jetzt die richtige Behandlung für den Patienten? Nicht für mich, nicht mit welcher Behandlung fühle ich mich gut, sondern was hilft. Das hat ja tatsächlich auch was mit Berührungsängsten zu tun. Ne? Das haben Sie ja eben schon gesagt, dass man sich im Grunde da auch mit eigenen Ängsten auseinandersetzen muss. Was raten Sie da den jungen Kolleginnen und Kollegen? Wie fasst man das am besten an? Also ich glaube, was wenn man mit dem Gedanken spielt, nicht schadet, ist zum Beispiel, die gibt es ja nun inzwischen doch in Deutschland Gott sei Dank flächendeckend, zum Beispiel so mal ein Fortbildungsangebot bis hin zu einer Hospizhelferausbildung bei einem Hospizverein zu machen, die sich ja dezidiert um solche Themen kümmern, weil sie letztendlich Menschen, die ehrenamtlich, also ohne wirtschaftlichen Sachzwang, sich um Schwerstkranke und Sterbende kümmern wollen, gucken müssen, dass die heile bleiben und eben genau solche Selbsterfahrungselemente hineinbringen, solche Kommunikationssachen hineinbringen. Das schadet nie, sowas auch mal nebenher zu machen. Es gibt auch durchaus inzwischen ja viele diesbezügliche Angebote von Ärztekammern und anderen Fort- und Weiterbildungsanbietern, die kosten dann aber meist Geld. Aber grundsätzlich kann man eigentlich, glaube ich, allerdings gilt das auch wiederum für viele Disziplinen, gar nicht genug Selbsterfahrung im Umgang mit diesen Themen haben. Gibt es denn so ein paar Tipps, wenn jetzt hier Kolleginnen und Kollegen zuhören, die auch auf einfach irgendeiner Station Kontakt zu todkranken und sterbenden Menschen haben? Wie kann man in dem Moment, wenn man gar nicht so viel Hintergrundwissen dazu hat, mit diesen Menschen am besten umgehen? Mit ihnen reden hilft definitiv. Ich weiß jetzt nicht die empirische Basis, aber es ist zumindest so eine Erfahrung. Nein, ganz ehrlich, ich glaube, das Wichtigste ist, den Mut zu haben, Fragen zu stellen und die Fähigkeit zu haben, nach der Frage mal den Mund zu halten. Also zum Beispiel ist es so, wenn ich im Palliativdienst tätig bin und mich kurz vorgestellt habe, mein Name ist Gockel, ich komme vom Palliativdienst. Die Kollegen haben mich gebeten, mal zu schauen, ob ich irgendwas zu ihrer Unterstützung machen kann. Einfach zu fragen, wie geht es Ihnen? Und dann mal den Mund zu halten, statt eine geschlossene Frage, haben Sie Schmerzen, haben Sie Luftnot, haben Sie ich weiß nicht was. Dann kriegt man recht schnell mit, was eigentlich die Prioritäten desjenigen sind. Zu fragen, machen Sie sich Gedanken darüber, wie es weitergeht und auch da wieder es mal zu schaffen, 15 Sekunden vielleicht auch einfach im Kontakt zu bleiben und den Mund zu halten. Und dann kommt, ich weiß nicht, wie ich es meiner Frau sagen soll, was wird aus meinen Kindern, ich möchte nicht so sterben wie meine Mutter oder. Und dann hat man einerseits den Menschen das Gefühl gegeben, mir hört jemand zu und man weiß so viel mehr, worum man sich als nächstes kümmern kann. Und dann haben sie eben Leute, die haben schon ihre Beerdigung geplant und keiner wusste es, weil es hatte ihnen ja noch keiner gesagt, wie schwer krank sie sind, aber dummerweise haben sie es gerochen oder wollten schon vorher aus anderen Gründen eigentlich das organisiert haben. Und sie haben andere Leute, die dann bei der Frage, wie geht's weiter, sagen, naja, in 3-4 Tagen bin ich hier wieder raus und dann gehe ich zu meinem Onkologen und dann geht die Chemotherapie weiter. Dann wissen sie, der steht an einer ganz anderen Stelle. Das heißt, man muss sich gar nicht so viele Gedanken machen, wenn man mit Leuten redet und die dann auch ausreden lässt. Was kann man denn in so einem Fall tun, wenn jemand im Grunde noch gar nicht so richtig erfasst hat, wie es um ihn steht? Wie gehen Sie mit dem um, der sagt, in 3 Tagen bin ich hier wieder draußen und Sie wissen, dass das nicht stimmt? So eine Erfahrung ist, dass man über viele Dinge im Konjunktiv leichter reden kann, als wenn man es als Fakt darstellt. Also zum Beispiel bei diesem Beispiel, in 3 Tagen bin ich wieder raus. Die Frage, was wäre denn, wenn dem nicht so ist? Und auch dann wieder mal einen Moment den Mund zu halten und zu gucken, was passiert. Ich glaube, wir haben teilweise diese Angst, dass wir als Ärzte, wenn wir schlechte Nachrichten überbringen, Hoffnung zerstören, Depressionen auslösen, Ursache einer Angststörung sind. Einerseits meine persönliche Erfahrung ist, wenn jemand seine Erkrankung verdrängen will, dann haben sie keine Chance, diese Verdrängung zu durchbrechen. Also außer mit grober Gewalt und selbst das ist keine Garantie. Das heißt, vorsichtig zu fragen,
hat es aus meiner Erfahrung noch nie geschafft, jemanden in Verzweiflung zu stürzen. Der hört die Frage einfach nicht. Daneben gibt es allerdings auch inzwischen wirklich genug empirische und gute Daten, wo das explizit wissenschaftlich untersucht wurde und wo festgestellt wurde, dass wenn Sie Patienten anbieten, sollen wir auch mal darüber reden, was passieren könnte, wenn es nicht gut läuft, bis hin zu, Sie wissen ja, und seit Google weiß das jeder, dass ein Teil der Patienten mit ihrer Erkrankung auch daran stirbt. Haben Sie Interesse daran, wäre es für Sie wichtig, dass wir darüber reden? Und die Patienten, die dann Ja sagen, dass wenn die dann eine solche Beratung bekommen, im Schnitt in entsprechenden Standardinstrumenten weniger depressiv waren, weniger verzweifelt waren, die Angehörigen nach dem Tod weniger traumatisiert waren, weil Dinge eben vorgesprochen werden konnten. Also die Angst, oder wenn Angst vor diesen Gesprächen der Grund dafür ist, dass sie nicht stattfinden, ist das in allererster Linie unsere eigene ärztliche Angst und nicht die der Patienten. Da haben wir einfach inzwischen genug Wissen, dass es genau das Gegenteil bewirkt. Was tun Sie, damit Sie diese Schicksale und diese ganzen Geschichten, die Sie in Ihrem Arbeitsalltag erleben, nicht in dem Sinne mit nach Hause nehmen, dass Sie da nicht zur Ruhe kommen? Also wie gelingt es Ihnen dann auch abzuschalten und in Ihrem Privatleben auch einfach Matthias Gockel und nicht der Palliativmediziner zu sein? Rotwein, nein. Ah ja. Nein, das war eher bei meiner Intensivzeit eine Lösungsstrategie, die sich dann aber nicht als nachhaltig herausgestellt hat. Nein, also der eine Punkt ist einfach rauszukriegen, geht das überhaupt? Und ich glaube, es gibt Menschen eben, die sind nicht für die Chirurgie geeignet, obwohl sie begnadete Ärztinnen und Ärzte sind. Es gibt andere Bereiche genauso und man braucht, glaube ich, eine bestimmte, einfach mitgegebene Resilienz für verschiedene Berufe. Da ist in der Palliativmedizin auch nicht anders. Was, glaube ich, hilft, ist, sich darüber im Klaren zu sein, es kann mich auch betreffen und das nicht als Verdrängung zu sehen. Also von da gibt es auch eine egoistische Komponente. Mir wäre es, wenn ich dann irgendwann in absehbarer Zeit auch in die Situation kommen kann, Palliativmedizin zu brauchen, ist ganz gut, wenn die dann ein bisschen besser ausgebaut und verbreitet ist. Also man kann es auch egoistisch betreiben. Der andere Punkt für mich und für viele Kollegen, die ich sehe, ist eingebettet sein in einen maximal nahen, engen und ehrlichen Freundeskreis hilft gewaltig. Also weil das ist ja letztendlich auch das, was wir versuchen im stationären Bereich zu machen. Wir sind soziale Wesen. Verzweiflungskritische Situationen und Verzweiflung gehen in Gemeinschaft immer besser. Das heißt, Kollegen zu haben, mit denen man gerne zusammenarbeitet und außerhalb der Klinik Freunde zu haben, mit denen man über alles reden kann, wenn auch nicht dauern muss, ist sicher ein riesiger Stabilitätsfaktor. Wie hat dieses ganze Thema Ihren eigenen Blick auf das Leben und den Tod verändert? Das geht jetzt so ein bisschen in Richtung philosophisches Thema, aber anders als viele, viele andere können Sie es ja nun nicht verdrängen, weil es Tag Ihres Arbeitsalltags ist, jeden Tag. Was würden Sie sagen, hat das mit Ihnen persönlich gemacht? Ja, was es macht, ist, es verhindert so ein bisschen eigene Biografieverdrängung. Also zum Beispiel, wenn Sie, was weiß ich, ich habe jetzt in den 22 Jahren wahrscheinlich so allmählich 9.000, 10.000 Patienten betreut, von denen der Großteil relativ bald danach gestorben ist. Wenn Sie jemals einen 40-Jährigen mit einer plötzlichen, rasch voranschreitenden Erkrankung erlebt haben, der eine unglaubliche Ruhe ausgestrahlt hat und gesagt hat, ich habe eigentlich immer das gemacht, wovon ich überzeugt war, dass es richtig ist, was mir gut getan hat. Und auf der anderen Seite einen hadernden 95-Jährigen erleben, für den es völlig unvorstellbar ist, weil er stirbt, weil er hat doch bis jetzt immer nur für alle anderen was gemacht und er hat doch nie das gemacht, was er eigentlich wollte. Und die Steigerungsform ist dann der 64-jährige ärztliche Kollege, der nächstes Jahr dann endlich nach der Rente mit dem Leben anfangen wollte und jetzt ein Pankreaskarzinom hat. Aber wenn Sie diese Alternativen an Lebensgestaltung so vorgelebt kriegen, dann kristallisiert sich relativ schnell raus, was eher hilfreich und was weniger hilfreich ist. Und da, glaube ich, kann man gar nicht früh genug anfangen, sich Gedanken darüber zu machen. Weil es ist halt nicht jedem von uns vergönnt, plötzlich von der Leiter zu fallen oder am Kammerflimmern zu sterben. Und diese, manchmal können die 3 Monate Hadern schlimmer sein als alles andere. Das wäre ein wunderschönes Schlusswort und wir haben es jetzt tatsächlich 18 Uhr. Ich würde jetzt noch mal ins Publikum geben. Gibt es Fragen an Herrn Dr. Gockel? Das wäre jetzt die Gelegenheit, alles zu fragen, was ihr schon immer über das Thema Palliativmedizin und Umgang mit Tod und Sterben im klinischen Alltag wissen wolltet. Da warten wir noch mal, ob was kommt.
Sonst lassen wir das auch einfach so stehen. Also damit gehen wir, glaube ich, auch alle mit einem ganz guten Gefühl in den Abend. Das wäre zumindest meine Hoffnung. Ja. Vielen Dank haben wir da. Sehr gerne. Und da ist eine Frage aufgetaucht. Können Medikamente alle Angst nehmen, fragt Gerti. Nein, beziehungsweise jein, weil in ausreichender Dosierung ja, weil Angst setzt Bewusstsein voraus. Und das ist ja durchaus auch als Ultima Ratio eine Möglichkeit, dass wir Menschen, wo wir Symptome anderweitig nicht in den Griff kriegen, in unterschiedlicher Tiefe sedieren. Aber ich glaube, da ist unsere Psyche einfach ein beeindruckendes Ding. Wenn die vor etwas richtig Angst hat, dann ist diese Angst unter Umständen auch das Letzte, was noch da ist. Von daher ist es immer ein multiprofessioneller Ansatz, wo dann eben die Physiotherapeutin mit einer Massage oder anderen manuellen Tätigkeiten, wo ein Gespräch des Psychologen, wo auch Medikamente Teil sein können, aber letztendlich oft ist es die Mischung aus allem ist, die das Bestmögliche oder das bestmöglich Machbare erreicht. Aber das ist auch, glaube ich, ein wichtiges Missverständnis. Wir versuchen, das Leiden zu verringern. Es ist nicht, dass die Palliativmedizin per Definition in jedem Fall das Leiden beseitigen kann. Wenn wir es bei fast allen schaffen, es erträglich zu machen, dann ist das schon ein großer Erfolg. Ist schon sehr viel gewonnen, das glaube ich auch. Alexandra interessiert sich für Formulaturen. Bietet Ihr Klinikum auch Formulaturen in der Palliativmedizin an? Und ist das ein geeignetes Fach für zum Beispiel 15 Tage oder braucht man dafür länger, um einen guten Eindruck zu bekommen? Nee, ich glaube, 15 Tage reichen schon ganz gut. Vor allem haben 15 Tage, wenn man feststellt, nein, das ist definitiv nichts für mich, können 15 Tage lang sein. Ich bin jetzt sicherlich die optimale Adresse für sowas, um diese Frage zu beantworten, weil bei mir war es eine Formulatur, die jetzt 23 Jahre gehalten hat. Also ich glaube, ja, es geht. Aber Sie hätten nach 3 Wochen sagen können, wenn es nichts gewesen wäre. Definitiv, definitiv. Und ich glaube, man kann gar nicht in genug Bereiche hineinschnuppern. Und konkret technisch gefragt, ja, Formulaturen sind möglich. Fairerweise muss man sagen, wir hatten jetzt noch keine Formulanten, weil wir die Station in meinem jetzigen Krankenhaus erst im Januar aufgemacht haben. Aber man könnte sich an Sie wenden, wenn man Interesse daran hat. Definitiv. Also Alexandra, weißt du Bescheid, kannst du dich sehr gerne an Herrn Dr. Gockel wenden. Viktoria fragt, wie geht man mit eigener großer Betroffenheit und Tränen um? Weinen. Einfach rauslassen? Nein, das ist ein häufiges Missverständnis, dass es professionell ist, wenn man so tut, als hätte man keine Emotionen. Ich habe mit Patienten geweint, ich habe über Patienten geweint, die mir einfach ans Herz gewachsen waren und das ist völlig, völlig legitim. Ich habe mich auch schon mit Kollegen gestritten, die meinten, also speziell oberärztlichen Kollegen gestritten, die meinten, dass sie Assistenzärztinnen und Ärzten die Professionalität absprechen müssten, weil die bei einem Patienten weinen. Was wichtig ist, aber das setzt voraus, dass man die eigene Betroffenheit überhaupt erstmal wahrnimmt und nicht hinter irgendwelchen Masken versteckt, wahrnimmt, ich bin betroffen und ein sehr, 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 sehr großes Auge darauf hat diese Betroffenheit in irgendeiner Weise Einfluss auf meine Entscheidungen. Wieder bei dem Thema, wenn ich privat betroffen bin von Tod und Sterben, kann ich trotzdem auch Sterbende gut betreuen, sowohl für mich selber als für die Betreffenden und kann ich sie gut betreuen. Viktoria, ich hoffe, das beantwortet deine Frage. Weitere Fragen an Herrn Dr. Gockel? Oder wenn es das nicht beantwortet hat, einfach nochmal konkreter nachhaken. Nein, danke. Sie sagt danke. Ich glaube, das war gut. Das hat die Frage beantwortet. Okay. Einen kleinen Moment würde ich noch warten, falls noch weitere Fragen kommen. Vielleicht auch ein ganz wichtiger, aber über diesen Punkt hinausgehender Faktor, also aus den 23 Jahren. Ich habe an einer Uniklinik angefangen, wo eine Kollegin mal sagte, du bist hier irgendwie sowas wie ein Kolibri im Taubenstall, weil mit diesem anderen Blickwinkel, was ich daraus mitgenommen habe oder dann in der Zeit gelernt habe, manchmal hat man das Gefühl, man passt nicht in eine Abteilung oder passt nicht in ein Krankenhaus, weil man Dinge anders sieht. Das muss nicht per se schlecht sein, Punkt 1. Und Punkt 2, Sie sind fast nie alleine. Das heißt, egal in welcher Disziplin, wenn man das Gefühl hat, man macht da irgendwie etwas, was die anderen nicht nachvollziehen können, gucken, dass man die Verbündeten im Krankenhaus findet.
Wenn man das Gefühl hat, wir sind drei Irre, aber wir sind immerhin schon zu dritt, kann das die Veränderung sein. Dann sind Sie nicht ganz auf dem falschen Weg. Ja. Ja, ist auch nochmal ein sehr, sehr guter Hinweis. Da ist noch eine Frage gekommen von Karin. Sind subkutane Flüssigkeitsinfusionen zu empfehlen, zum Beispiel im ambulanten Setting? Ich arbeite derzeit hausärztlich. Wie bei jeder Therapie, wenn es eine Indikation hat, ja, das ist auch ein häufiges Missverständnis. Also da sind zwei Ebenen drin. Die eine ist, nur weil ein Patient nicht trinkt, heißt es nicht zwingend, dass er Flüssigkeit kriegen muss. Beziehungsweise können Flüssigkeitsgaben auch durchaus kontraproduktiv sein. Also ich habe, glaube ich, über die Jahre mehr Patienten erlebt, die in bester Absicht Infusionen kriegten, die dazu führten, dass sie im Lungenödem erstickt sind, als ich Menschen gesehen habe, die dehydriert waren in ihrer letzten Lebensphase und durch Hydration aber eine deutliche Verbesserung ihres Zustandes gehabt hätten. Das sind Einzelfälle, von daher kann man es immer versuchen. Und wenn man Flüssigkeit gibt, dann kriegt man eigentlich so in so ziemlich jedem Menschen mindestens einen halben, meist aber einen ganzen Liter Natriumchlorid subkutan in den Menschen rein. Das heißt, jemand deshalb für etwas, von dem ich noch nicht mal weiß, ob es ihm wirklich was nutzt, ihn in eine Klinik zu fahren, um ihm einen Port oder eine Pickline zu legen, um dann festzustellen, ich habe Lungenödem produziert, dann ist auf jeden Fall eine Subkutangabe als erster Versuch, den man zu Hause auf dem Sofa machen kann, wenn es sein muss, ein sehr guter Ansatz. Und wenn das dann deutlich hilft, dann kann man es ja immer noch weiter planen. Das ist ja auch grundsätzlich eine wichtige Sache. Off-Label können Sie fast alle Medikamente, die Sie in der Sterbephase brauchen, Opiate, Benzodiazepine, Neuroleptika, Antiemetika, die können alle subkutan gegeben werden und sind zum Beispiel kein Grund, warum jemand einen Port und zwingend eine Pumpe braucht. Es gibt, wenn Sie im klinischen Alltag für sowas Fragen haben, es gibt an der LMU in München die Apotheke, die eine Webseite haben, wo man für Off-Label-Einsatz aller Medikamente sich klug machen kann und die bewundernswert beraten. Also da schaffen Sie sich ein Netzwerk mit allen Informationen oder mit denen, die die Informationen haben. Karin bedankt sich. Ich glaube, das war eine sehr schöne, umfangreiche Antwort auf die Frage. Wenn keine weiteren Fragen kommen, wir haben jetzt auch schon wieder 8 Minuten überzogen, dann danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich für all diese Einblicke und Eindrücke, die Sie mit uns geteilt haben. Und natürlich danke ich auch allen Teilnehmenden, die jetzt noch da sind. Das war jetzt tatsächlich die letzte Veranstaltung für unseren Online-Kongress heute. Vielen, vielen Dank, dass ihr alle mit dabei wart. Ich hoffe, wir konnten euch was Interessantes präsentieren und ihr habt für euch und für euren Karriereweg was mitgenommen. Und dann wünsche ich euch und uns allen noch einen wunderbaren und angenehmen Abend. Da ist noch gerade was im Chat gekommen. Das ist... Nochmal vielen Dank. Genau. Also keine weiteren Fragen. Das gebe ich dann auch aus Rebeccas Sicht so weiter. Vielen Dank. Herr Dr. Gockel, vielen Dank an das unser Team im Hintergrund und dann einen schönen Abend an euch und Sie alle. Danke.